So, wollen wir mal gehen, ne? Den Champ sehen, oder? Mhm. Was kommt da? Hallo. Hey Smokey, los, wir schaffen es. Wir schaffen es. Das Champ-Match, der erscheinende Kampf gegen den Champ beginnt gleich. Bist du bereit, den herauszufordern? Ja, ich werde ihn besiegen. Dann zieh bitte deine Uniform an und begib dich zum Kampfplatz. Wollen wir mal platt machen. Hoffe ich. Und du machst mir auch Foto bleiben. Mach ich auch. Yes. Meine Kämpfe sind ja immer ausverkauft, aber so ein begeistertes Publikum hatte ich noch nie. Das liegt sicher daran, dass alle wissen, was du vor 3 Tagen geleistet hast, Smokey. Du hast Andy Nalos gefangen und die Zukunft der Gala-Region gesichert. Du hast an der Seite der legendären Pokémon Zacian und Tamazenta gekämpft. Das macht dich zu einem waschechten Helden und einem wahrhaft würdigen Gegner. Ich habe dich entdeckt und dein volles Potenzial entfesselt. Das ist eine Leistung für sich. Sag mal, also schon gehen wir auf Übersicht. Wenn ich es jetzt noch schaffe, haushoch gegen dich zu gewinnen, wäre das der ultimative Beweis meines Könnens als Champ. Dann mal los, Smokey. Liefern wir uns einen Kampf, der in der Geschichte der Gala-Region eingehen wird. Oder besser, liefern wir uns einen Kampf, der die Zukunft Galas für immer verändern wird. Lassen Sie den Kampf so richtig genießen. It's Champ Time. Durengard. Das Publikum zu begeistern ist Teil meiner Rolle als Champ. Wenn. Das ist sehr effektiv. Das war sehr effektiv, was anderes hätte ich auch natürlich auch nicht erwartet. Was doof ist, dass er schon 3 Level über mir ist. Das ist schon mal ein großer Nachteil. Mit sehr effektiven Angriffen werde ich mir den Sieg holen. Ich glaube, das wird schwierig. Obwohl, ich bin mit denen so schlecht auf jeden Fall jetzt eigentlich. Fußtritt! Natürlich hat es keine Wirkung, ist klar. Lass dich vor allem Volltreffer nicht aus dem Konzept bringen. Tja, ein Kleid an. Nee. Och Junge, als ob du nichts. Nee.
Ja, darf ich jetzt auch mal angreifen, Alter? Alter! Wow, das hat er richtig heftig geknallt, hat das. Stahlflügel. Nein, ich bin krank. Hm? Du musst in der Höhle kochen, ne? Mhm. Oh, Junge, Alter! Das werde ich nicht schaffen. Auf keinen Fall. Keine Chance. Und tschüss, nächstes Pokémon. Dafür habe ich die falsche Pokémon dabei. Ja, läuft doch. Drei Stück noch. Danke, ne? Ich hab's so gewusst, Alter. Er ist Geiststahl. Echt? Was ist dagegen nochmal effektiv? Fee und Psycho oder sowas, ne? Glaube ich. Jo, Digga, Alter, der macht aber auch extrem Schaden mit seinem Spukball und alles, ne? Junge. Ja, und das verfehlt wieder. Das wird, glaube ich, meine erste Niederlage in dem Spiel sein. Sieht sehr stark danach aus. Boden und nicht Feuergeist. Also Felsgrab. Nee. Hä? Felsgrab ist doch Boden oder nicht? Und was der für einen Schaden rauskloppt, Alter. Unnormal. Unnicht. Hier ist Unnicht. Schaffe ich nicht. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Jetzt greift er als erstes an. 100 Euro. Safe. Jetzt kommt wieder irgendwas, jetzt kann ich ihn nicht angreifen, jetzt greift er an. Der Felskopf ist Gestein. Ja, hab ich da auch gerade gesehen. Wieso sag ich doch, er greift als erstes an. Das war's. Na, ja, fast. Memento Mori. Was ist das denn? Nie gehört. Hallo? Hi.
Ja. Ja? Ja. Hier noch Beleber oder sowas? Ja, Top-Beleber. Den könnte ich mal wiederholen. Wer ist denn wohl am wertvollsten jetzt? Ich glaube Kramer wäre, glaube ich, eine gute Wahl. Oh, bitte. Ja. Mhm. Really? Gib mir ein bisschen. Und so lange kannst du drei seiner Pokémon wegholen. Meinst du? Dann hole ich den jetzt auch noch wieder. Ich denke, kannst du falsch rüber gehen, wenn du mich mit unterhalten willst. Hm? Schmarotzer. Digga, Alter, was hat er für Pokémon? Alter. Ja, das war wieder so typisch, ohne Witz. Ja, war klar. Komisch, wenn ich verwirrt bin, kann ich nie angreifen. Schon lustig. Und jetzt greift er sowieso wieder an. Die Mace-Fee-Attacken. Na, jetzt ist er down. War ein bisschen zu spät. Aber danke. Lieber noch versucht, Seitenwechsel zu erlernen. Kann das was? Nö. Nein? Weil ich den brauche? Nein! Warum? Nein! Was denn? Ja, was soll ich jetzt machen? Wann denn? Ja, super. Ja.
Katapulterer. Das ist bestimmt Drache. Gucken wir mal Knuddler. Donnerblitz. Na, ja, Grüße gehen raus. Ja, das war doch schon mal gut. Weiter habe ich mich jetzt ja doch noch gerettet. Hantifrost ein. Ah, das ist das müsste ja theoretisch ein Eis sein, ne? Jawohl. Wie sieht das denn aus? Ist mein Lieberlo überhaupt noch am Leben, ja? Komm, jetzt nehmen wir es mal ein. Mal schauen, ob das hilft. Gefriertrockner. Feuerball, let's go, Alter. Schmarotzer gegen Katapultra wegen zweimal und weil es Horn für sich schon angezeigt hat. Ach so, okay. Inteleon. Ja, hat geklappt. Was ist das denn? Das ist bestimmt auch ein Wasser-Pokémon oder sowas. Ich glaube, die habe ich auch noch nicht gesehen im Game. Tja, das ging wohl daneben. Antiforce ist Psycho-Eis. Nice. Ich muss irgendwie gucken, dass ich mich hier wieder hochkriege. Wie viel macht das hoch? 120, das reicht gar nicht. Was ist die Entwicklung von wasserstarker Monotyp Wasser? Ach echt? Habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen hier im Spiel. Wäre mir jetzt, glaube ich, neu dann, ja. Ich kann jetzt nur hoffen, dass er jetzt irgendeine Dulli-Attacke macht, was natürlich nicht der Fall ist, ist klar. Okay, wenn du sagst Wasser. Nicht mit Vergeltung eigentlich ganz gute Schaden haben. Es ist zum Kotzen, dass die dann immer in solchen Momenten als erstes angreifen dürfen. Save, ich bin One-Click. Oh. Oder ich verfehle jetzt. Das hätte mich jetzt auch nicht gewundert. Ja, oder so. Dass es dann wieder so 20 HP hat gefühlt. Ich gehe auf Kammern, das ist. Was? Auf das ist der. Warte mal, so Stein nicht neutralen Damage machen. Meinst du? Können wir auch machen. Kann man los. Ja, wäre schön, wenn ein Pokémon einfach mal zwei, drei Runden aushalten würde, dass ich da eins wieder komplett hochziehen könnte. Die
Gestein und um mich lasse. Und mein Fässer bist. Auf safe. Guck mal, siehst du, er greift wieder das an. Das ist so zum Kotzen, das fuckt mich ab. Oh was, ey. Ohne Scheiß. Das ist einfach nur unfair, ist das. Ah, jetzt kommt er hundertprozentig mit Glurak. Mein Champ-Time ist noch, meine Champ-Time ist noch nicht vorbei. Das lasse ich nicht zu. Ist ja bloß. Toll. Jetzt brauche ich irgendwas. Was mir am besten komplett hochhalt. Und am besten, falls es noch eine Runde aushält. Ich zeig dir jetzt, was Blue Rock drauf hat. Giga Dynamax. Ich bin mal gespannt, wie Blue Rock als Giga Dynamax aussieht. Jo, alles klar. Ja, ist eine gute Idee gewesen, Gunda. Vielen Dank dafür. Hoffentlich knallt es mich jetzt nicht direkt weg. Das war's, meine Lieben. Schön. Uff. Schade. Erste Mal verloren. Ciao. Ja. Ciao. Viel Spaß. Ich muss mal gucken. Hä? Ich glaube, ich guck mal. Ich habe hier noch diese EP-Dinger. Da verteile ich die mal eben, dass ich das jetzt hier schaffe. EP-Bonbon. Warte. EP-Bonbon L. Einsetzen. 5 Stück. Blim. Hammerarm. Das hört sich auch geil an. Hammerarm. Nehmen wir das hier. Gib Olanga ein anderes Item, da es physisch angreift. Fang mit Libalo an, da es mit Feuerball du was du in One-Shot kann und gibt, kann man auch ein anderes Item. Moment. Olanga hat das Item Schattenbrille. Physische Attacken, sagst du? Wo sind die nochmal bei? Hier, oder? Muskelband. Dann gebe ich Muskelband. Hier. Und Kamal auch ein anderes. Ein Item zum Drang verstärkt KP stehlen und Attacken. Kingstein. Wasserstein, Funkelstein. Einstein, Zoomlinse. Schwarzgurt. Schützer.
Das erhöht die Volltrefferquote. Rauchball, Schattenbrille. Haben wir oben noch Seidenschall. Halsspray. Schutzband. Silberstaub. Hier, Knolle. Das klingt doch gut. Die Scope-Linse wäre ganz gut. Welche meinst du, die Quadrate hat die? Wir? Knolle ist aber da auch ganz gut gewesen, jetzt aber nicht. Ja, ist okay. Aber mir was nochmal, wa? Ah, ne, warte mal. Nein. Ich wollte noch was gucken hier. Wo habe ich jetzt dieses eine Pokémon? Ja, da, guck mal. Ich tue den jetzt einfach mal für Gastrodon hier rein. Um einfach, ne? Den gebe ich dann hier die Zoom-Linse, eine Scope-Linse. Ich glaube, damit kann ich mehr anrichten als mit dem, ach, wie heißt es noch gleich? Ich weiß es nicht mehr. Ja, komm, haben wir alles schon gehört. Ich brauch's nicht nochmal erzählen. Der kann Glurak mit der Kanone auch two-shotten. Echt? Und siehst du, dann ist das eigentlich ganz gut. Hast du das Spiel schon durch, Gundag, oder was? Wahrscheinlich, ne? Das ist absolut nervig, die Scheiße, die er da abzieht mit seinem scheiß Schild. Wegen hohem Grundschein und der Verdopplung bei Dynamax Gigamax Pokémon. Okay. Marzax. Ihr habt schon durch und mittlerweile 120 Spielstunden. Wie läuft bei dir? Na, ich habe mir ziemlich Zeit gelassen. Gut, ich muss jetzt natürlich auch noch die Videos und alles dann. Ja, das dauert auch ein bisschen. Aber ich wollte halt mehr oder weniger alles sehen, ne? Und dann mit dem Stream und sowas ist dann halt auch immer ziemlich schwierig. Nein. Da gehst du nicht hinter. Lass es. Gegen Maxx und langsam Knuddler. Ja.
Katapulterer. Was war das denn jetzt noch für eins? Wenn wir wechseln, weil der auch schon fast tot war wieder, ne? Ich denke, das sollte auch reichen, ja. Pantifrost, da hast du gesagt, das war Unlichtgeist oder irgendwas, ne? War Psychogeist. Wo kann er eigentlich bleiben? Lass mal erstmal. Die Friertrockne. Ich hab's gewusst, deswegen habe ich extra. Komm, Volltreffer. Natürlich nicht. Und jetzt nochmal ich. Jawohl. Ja. Ja, hab ich ja mehr oder weniger. Gunda, vielen Dank für den Follow. Herzlich willkommen. Schön, dass du ein Follow da gelassen hast. Freut mich. Glurak. Mein Champ-Time ist noch nicht vorbei. Nein, das lasse ich nicht zu. Abprobieren wir einfach mal hier mit weiter, ne? Solange er noch lebt. Und dann gleich mit Kamalm. Wenn ich Kamalm ausspreche, muss ich irgendwie mal an Zigaretten denken. Dynalyse.
Bam. Wäre natürlich cool gewesen, wenn wir nochmal angreifen hätten können, aber naja. Kamal. Du bist dran, Alter. Und jetzt mach fertig den Hund. Ich glaube, wenn ich das dann jetzt wieder fertig habe, den Pokédex einzufüllen. Kommt hier nach noch was Großartiges oder? Nein, er hat mich einfach ge-one-klickt. Digga, Alter. Er hat mich einfach ge-one-klickt. Ja, Grüße gehen raus, Alter. Jetzt wird's aber wieder eng. Jetzt wird's aber wieder ganz, ganz eng. Ja, alles gut. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt noch irgendwelche Beleber hier, dass ich mir das wiederholen kann? Ja. Ich glaube aber, ich habe keine großartigen Beleber mehr, doch. Ja, Feuersturm, das knallt mich natürlich jetzt wahrscheinlich komplett weg. Ja. Also der ist schon echt hartnäckig, muss ich ja zugeben. Komm bitte, das muss... Ach, er macht Solarstrahl. Komm schon. Oh, jawoll. Vitalkraut sind übrigens auch Top-Beleber. Echt? Okay, ja, ich habe die Items jetzt so wenig benutzt. Wir haben es geschafft, Ladies and Gentlemen. Woo. Nice. Das war's mit meinem Champ-Time. Danke für den besten Kampf meines Lebens. Ehre. Nice. Vielen Dank und noch für deine Tipps. Dann erzähl was. Oder tanz hier für die Zuschauer. Hm? Mein Glückwunsch, Smokey. Du hast es geschafft, den unschlagbaren Champ zu besiegen. Damit gehört der Titel dir. Du bist wirklich ein sensationeller Pokémon-Trainer und dafür sollst du gefeiert werden. Jetzt, da du so stark geworden bist, ist es an der Zeit, dass ich selber an die Zukunft denke. Auch wir Erwachsenen sollten die Gegenwart mit Blick auf noch kommender Zeit verbessern. Smokey, versprich mir, dass du so weitermachst. Glaub an dich, glaub an deinen Pokémon. So kannst du die Zukunft nach deinen Träumen und Wünschen gestalten. Bewohner von Galar, ihr seid alle gerade Zeugen der Geburt einer neuen Legende geworden. Smokey ist euer neuer Champ. Mashallah inshallah.
Wer so stark ist wie er, kann so einiges in Bewegung setzen. Alles ist möglich. Lasst uns gespannt verfolgen, in was für eine Zukunft er uns führen wird. Nice. Wir haben's durch. Es gibt noch eine Afterstory, in der du dann auch noch an der Editionslege fangen kannst. Echt? Okay. Ja, cool. Auf jeden Fall danke an alle, die mich auf YouTube verfolgt haben. Das hat jetzt erstmal ein Ende. Außer wir machen natürlich da die Afterstory, das werde ich dann noch machen. Und ja. Nice. War auf jeden Fall ein geiles Spiel. Hat Bock gemacht. Schon krass, wie viele Leute bei so einem Spiel mitmachen, ey. Okay, jetzt auch wegdrücken. Ja. Fertig? Mhm. Jetzt? Theoretisch muss ich jetzt noch den ganzen Pokédex voll machen. Alle Pokémon fangen. Aber was heißt theoretisch, mache ich auf jeden Fall. Aber das wird alles nur live sein. Da mache ich keine Videos von, das wäre dumm. Fandst du das Spiel mega gut? Also ich, ganz ehrlich, es war richtig geil. Also es war auf jeden Fall nochmal eine Nummer geiler als Pokémon Go. Ach, doch Let's Go. Klar, aber war mega. Also hat mir richtig gut gefallen. Also, ich kann mich nicht beschweren. War auch eine coole Story so an sich. Fand's super, ehrlich. Du? Ich habe natürlich noch das Schild hier liegen, also könnte ich das Schild noch dann mal streamen eventuell. Ich weiß ja nicht, ob da die Story großartig anders ist, aber mit Sicherheit. Danke an alle. Kann ich nur zurückgeben. Danke an alle, die da waren. Die ganze Zeit. Ja, alle sind draußen. Ende. Richtig spektakulär. Ende.
Oha. Na gut, dann mache ich erstmal hier die Folge Ende. Wenn ich dann weitermache, seht ihr die Folge wieder. Ciao, lasst einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Macht's gut.